Jo Freunde, was geht ab? Ich hoffe, euch geht's gut, genauso hier. Heute habe ich auch wieder einen Fernseher im Hintergrund, aber heute habe ich es noch ein bisschen leiser, weil ich habe letztes Mal gemerkt, da hat man schon ein paar Geräusche nicht so verstanden, aber man hat es schon gehört. Aber so schlimm war das ja auch nicht. Ich denke, jetzt muss ich ein bisschen lauter reden, weil ich habe jetzt auch gar keinen Bock, den Fernseher zu reden, leise zu machen. Und wenn, man hört schon, Freunde, ich habe es auch letztens in die Kommentare geschrieben, also da kein Hell Beef draus machen, Freunde, alles gut. Ja. Heute ist es mal Thema Kekse, Freunde, weil mir ist das Thema so ein bisschen durch die Decke gegangen, sagen wir mal so. Und ja, oh. Ich bin so müde. Ich bin um 2 Uhr aufgestanden. Ich bin schlafen, ich bin 2 Uhr. Ich wollte sagen, ich bin so müde. Was wollte ich sagen? Heute ist es mal Thema Kekse. Genau, heute Abend steht Bayern gegen Atletico Madrid. Mein Tipp 3-1. Mein Tipp ist auf jeden Fall. Guckt auf jeden Fall genau hin, Freunde. Wird auf jeden Fall verdächtig sein, dass es genauso wird sein. Ja, mehr werde ich auch gar nicht labern. Alter, heute ist das jetzt Thema Keks. Ich laber schon wieder fast 2 Minuten nur einen Scheiß. Ja, ich finde einfach, weil bei Keksen ist einfach so. So, weißt du, Schoki-Kekse, ich esse alle Keksen. Ich weiß nicht, das ist schwierig. Bei Keksen ist es so. Mit Schoki ist es so, da gibt es manchmal so eklige, obwohl echt Schoki okay ist oder so bitter. Aber es gibt auch so nur die mit. Oh, fuck, sorry, Freund, mit Tobi. So. Also nur Keks ohne Schokolade, ohne gar nichts, einfach nur so. Sorry dafür, dass ich müde die ganze Zeit gehen, aber ich bin so fucking müde, Alter. Ich werde mich jetzt vielleicht noch mal eine halbe Stunde hinlegen, Alter. Ja, kommen jetzt schon wieder vom Thema raus. Ich wollte nur sagen, man muss die Kekse erstmal probieren oder ich kann sehr gut einschätzen, was für Kekse sehr scheiße sind, was nicht, weil ich schon alle probiert habe. Da kann ich auch sagen, am Anfang habe ich auch gedacht, ich werde skeptisch, da muss ich das noch draus lernen, was schmeckt. Jetzt habe ich es gelernt und dann weiß ich direkt, oh, die schmecken gut, die schmecken gut, die weiß ich jetzt, kann man mal nehmen, die sage ich nee. Deswegen sage ich so, Freunde. Ich habe roten Augen, ich habe Freunde, swag, ich habe gekifft, Freunde, Spaß. Ja, also kann ich sehr gut einschätzen, was gut schmeckt, was nicht, also, ja. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, Freunde, ob was ihr will, eure Lieblingskekse sind. Meine Lieblingskekse sind diese, wie sagt man dazu? Diese, warte, ich zeig euch die schnell. Diese. Mit Schoki, oder diese Schoki mit Splitz, ich weiß nicht, was nicht Schoki-Splitz, das Lava ist Kekse, spritzig heißen die. Klingt behindert, normal sagt nämlich das Wort immer in den Mund, nur Homo, Hashtag nur Homo. Aber es gibt diese nur Kekse mit so Vanille oder nicht Vanille, sondern einfach nur Kekse halt. Kein Geschmack, gar nichts. Spritzig Kekse heißen die. Das schmeckt mir halt auch natürlich sehr, sehr fein, Alter, echt klar. Ja, Freunde, schreibt in die Kommentare, was sind eure Lieblingskekse. Meine sind die zwei, die Lieblingskekse. Macht einen Daumen nach oben für mehr YouTube-Videos und Peace!